Hallo, willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid hier auf dem Kanal Kathis Diamond Story. Heute möchte ich euch ein Paketchen zeigen. Ihr seht, das hat ein bisschen gelitten. Den habe ich schon ein bisschen umgeklebt, weil meine Adresse da drauf ist. Ich habe mir was bei Amazon bestellt und die Sachen wollte ich euch heute mal zeigen. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Hier den öffnen wir mal. Weiß auch nicht. Nein, manchmal ist das halt so, dass die Sachen so ankommen. Ist nicht schlimm. Ich habe zwei Bilder bestellt und einen Trichter. Ich würde sagen, wir schauen uns mal zuerst den Trichter an. Das ist ein Edelstahltrichter. Ich habe ja die Hoffnung dann, wenn die Steinchen stark geladen sind, dass die da besser drin reinflutschen. Es ist aber wahrscheinlich nur geeignet für die runden Döschen. Denn ich glaube, in diese Tic-Tac-Dosen wird er nicht reinpassen. Aber das können wir ja mal zusammen ausprobieren. Ja. Und dann habe ich hier noch zwei Bildchen liegen, auf die ich sehr gespannt bin. Ich würde sagen, wir starten mal mit hier dem ersten. Ich mache es mal auf. Das kommt nur so einseitig geknickt. Moment. Ja, ist eine normale Leinwand. Ihr hört es. Ein Toolkit dabei. Das ist fest gemacht an den Steinchen. Die Steinchen in normalen Tütchen. Ihr seht das. Ich hole es mal gerade raus. Rüber mit dem Tütchen. Ich zeige euch jetzt gerade mal das Bild auf dem Kopf. Ein Hirsch. Ihr seht es mal. Hoffentlich ohne Spiegelung. Ganz gut. Bin mal gespannt, ob der auch so rauskommt. Warten wir mal ab. Aber wir lassen uns ja gerne überraschen, denn dass dieses Highland Rind so gut da zu sehen war, das hätte ich auch nicht angenommen. Wir haben auf unserer Leinwand rechts eine Legende, links eine Legende und oben, Moment, das Bild, das Item, die Nummer von dem Bild und die Größe. 30 mal 40. Ich schätze mal, dass das hier hoch wahrscheinlich 35 ist. Ach, doch 35 und hier das circa vielleicht 25. Weil die Leinwand wird an sich so 30 mal 40 sein mit diesem weißen Rand. Der Druck ist sehr gut, finde ich jetzt. Kann man jetzt nicht mit meckern. Moment, ich mache mal die Folie ab, dann seht ihr es besser. Oder ich ziehe sie mal zurück. Abmache ich sie nicht ganz. Seht ihr es? Wie ihr es schon am Druck sehen könnt, es sind runde Steinchen. Lassen wir uns mal überraschen.
Hier unten seht ihr noch diese Instructions, Step by Step. Und ein kleiner Tipp. Hier steht ein kleiner Tipp für die Farben. Wenn was fehlt, soll man Bescheid sagen. Ich mache gerade noch die Luftblase daraus. So. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch schon das Toolkit. Ein normales Standardschiffchen drin in grün. Zwei oder ein Plättchen Wachs, was normalerweise zwei wären. Es ist ein Schieber. Ein Squishy. Zwei Stifte. Ich hole mal alles raus gerade. Zipptütchen sind auch drin. Kleine. Seht ihr? Der Wachs. Normaler Standardwachs. Wie gesagt, hier ist ein, weiß nicht, 9er. Oder vielleicht 10er. Ein 9er. Ein einzelner. Auch ein einzelner. Und hier könnte der Schieber dann drauf. Wenn das funktioniert hier oben. Perfekt. Also wie gesagt, zwei Stifte, Schiffchen mit Wachs und Tütchen, Zippertütchen. Das alles auch nochmal praktisch in einem größeren Zippbeutel. Ah, deswegen. Deswegen hatten die den ab, aber gut, geht auch so. So, dann zeige ich euch jetzt am besten die Steinchen. Ja, der Hirsch steht hier mit seinem schönen Geweih. Ich weiß nicht, ob hinten dran der Mond das sein soll oder so. Ja, sagen wir mal die Galaxie. Ist hinten dran. Die Liste der Farben ist auch wieder als Standard, würde ich schon sagen. Einmal die Painting-Symbole. DMC-Nummern sehr wahrscheinlich und die Nummern, wenn man es einsortieren möchte. In seinen Koffer oder Tic-Tac-Döschen oder. Wie auch immer man das handhabt. Seht ihr. Das sind Zahlen von 1 bis 9 und dann starten Buchstaben von A bis P. Das heißt, wir haben 25 Farben zu den Steinchen. Ach, zu den Steinchen, zu dem Bild. 25 Farben zu dem Bild. Ihr seht hier auch die Nummer. Die ist hier nochmal auf den Steinchen mit drauf. Und die Nummer, die hier vorne steht, ist auch. Seht ihr es? Ja. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, wir starten mit den Steinchen. Ihr dürft wie immer gerne überspringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal. Wir starten. So, das war das erste Bild mit den Farben. Ich packe das gerade noch mal rüber und dann schauen wir uns mal das zweite an, was noch in einer Extrasendung kam. Ihr seht, das ist eingerollt. Kann man das schon da erkennen? Das ist auch ein Hirsch. Ich mag Hirsche.
Weiß nicht, wie geht's euch da? Welche Tiere findet ihr von unseren Waldbeständen schön, hübsch, goldig, je nachdem? So, auch wieder ein Standard-Kit. Grünes Schiffchen, ein Plättchen Wachs und ein Stift. Das reicht ja eigentlich fürs Starten. Die Leinwand, auch 30 x 40. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Bin mal gespannt, wie das rauskommt. Das wird sich später ein bisschen glatter legen, wenn man es paintet. Hier haben wir immer links die Legende, rechts die Legende. Wir haben runde Steinchen, wie bei dem anderen Bild auch. Aber nur 24 Farben. Die Legende reicht von der 1 bis zur 8 und von A bis U. Hier sehen wir auch wieder die Nummer, das Symbol zum Painten und die DMC-Nummer. Und dasselbe haben wir, wie gesagt, auch links. Hier oben steht nochmal, sieht man nochmal das Bild. Na, ist ein bisschen dunkel heute. Die Itemnummer von dem Bild und die Größe. Wobei die Größe, wie gesagt, sich nur auf die Leinwand bezieht komplett und nicht eigentlich auf das Bild. Ne? Hier unten habt ihr nochmal die Instructions, wie es funktioniert, wie man es legt. Aber ich glaube, das ist auch so selbsterklärend. Welches Bild gefällt euch besser? Der erste Hirsch oder der zweite jetzt? Bin mal gespannt, wie der rauskommt. Der hat mir so ein bisschen Pastelltöne. Hier steht auch wieder die Nummer mit drauf, diese Itemnummer, damit man das dem Bild zuordnen kann. Ja. Steinchen sehen so ganz gut aus. Ich hole sie mal gerade raus und dann schauen wir sie uns zusammen an. So, da haben wir sie. Bei dem Standard-Toolkit sind diesmal keine Zipptütchen dabei. Nicht, dass ihr euch wundert. Es ist auch kein Mehrfachaufsetzer dabei. Es ist, wie gesagt, nur der eine Stift, das Schiffchen und der Wachs dabei. So, ich suche mal gerade den Anfang. Hier. Seht ihr es so? Ja. So, das waren die Steinchen. Ihr seht, sind ein bisschen unterschiedlich von den Farben. Die einen sind mehr ein bisschen dunkler und kräftig sozusagen und die hier sind mehr ins Pastellische. Ich komme gerade das andere Bild nochmal dazu. Dann könnt ihr es nochmal sehen. Moment. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, welches euch besser gefällt. Ob der sozusagen der weiße Hirsch oder der, weiß ich nicht, der braune, rötliche Hirsch euch besser gefällt. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Na gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich über den Zuwachs in den Kanal. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Das ist toll.
dass sich auch andere dafür interessieren und dass ich das hier mit euch teilen darf. Wie gesagt, ich freue mich darüber sehr. Herzlichen Dank. Danke, danke. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und wenn ihr mehr über Diamond Painting oder auch über das Häkeln vielleicht wissen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Und natürlich einen Kommentar. Macht's gut. Tschüss.